Moin und herzlich willkommen zur 582. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Montag, den 15. August 2013. Und in dieser Ausgabe schauen wir auf Gold, wir schauen auf Silber, wir schauen auf Platin. Aber bevor wir das tun, schauen wir einmal auf Silverbieten, unser Positionstrading. Wir haben ja eine sehr, sehr starke bullische Bewegung gemacht, eine Seitwärtskonsolidierung, die ist aber bärisch aufgelöst worden. Und jetzt machen wir einen lupenreinen, leider nicht Hattrick, sondern Bull-Pullback. An die horizontale, ehemalige Unterstützung weggebrochen, Widerstand drüber gegangen, Unterstützung plus, ich hoffe, Sie können es sehen, 50er plus 20-Tage-Linie, dreifache Unterstützungszone. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützungszone hält im Bereich der 21,80 und wir im Anschluss eine Fortsetzung der bullischen Bewegung machen sollten, ist deutlich wahrscheinlicher. Wenn sie nicht halten sollte, dann steht eine größere bärische Bewegung uns bevor. Darüber muss man sich ebenfalls im Klaren sein. Wenn wir gerade bei Aktien sind, und ich mache es heute ganz kurz, ich habe dann wieder gestern Abend wieder Hausaufgaben für unsere Mentorschüler gemacht und ich will Ihnen zeigen, was wir miteinander für Formationen besprochen haben. Zum Beispiel Bertrand, was heute plus 1,45% macht und noch weiteres bullisches Potenzial hat, obgleich der DAX zum Beispiel heute zum Schlusskurs weitestgehend unverändert geblieben ist, oder auch zum Beispiel web.com, also www plus 3,2% war ebenfalls eine der Assets, die in unseren Hausaufgaben vorgekommen sind. Und wenn ich Ihnen sage, liebe Freunde, wir bieten Ihnen nicht nur ein Seminar an, sondern wir bieten ein Mentorprogramm an, ein Bestandteil unseres Mentorprogramms ist, alle zwei Wochen gibt es Hausaufgaben. In diesen Hausaufgaben sehen Sie eine ganze Liste von Assets, in der Regel sind es Aktien, können auch Rohstoffe oder Forex sein, und dann haben Sie die Hausaufgabe, die aktuelle Formation zu erkennen und sich zurechtzulegen, was denn hier möglicherweise zu traden wäre, und dann haben Sie noch unsere Videos, dann schauen Sie sich die Videos an und haben eine Lernkontrolle. Gleichzeitig werden die Inhalte, die Sie in dem Seminar gelernt haben, immer wieder wiederholt, weil Sie immer wieder dann die Assets sich anschauen können und sich überlegen können, wieso hat er denn das so gezeichnet und warum wieder da reingehen. Und die Formeln kennen alle unsere Mentorschüler. Und die kennen auch die Ausstiegsstrategien. Und das muss man denen gar nicht sagen, wo, wann, wie reinzugehen, sondern es geht darum, dass man die richtige Formation erkennt und sich auch klar macht, was der Gesamtmarkt macht. Und dann ist das noch eine kleine Unterstützung für unsere Mentorschüler, damit man nicht jeden Tag oder jede Woche durch hunderte von Aktien durchgehen muss, sondern Sie wissen ja, wir selektieren unsere Aktien nach fundamental bullisch und bärisch und dann bewerten wir sie technisch. Das heißt, Sie haben noch eine zusätzliche Unterstützung, damit es Ihnen hier einfach beim Trading vereinfacht. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren und an unserem Mentorprogramm teilzunehmen. Wenn man sich den Goldkurs anschaut, wir haben eine horizontale Unterstützungsmarke im Bereich der 1300er, die hält nach wie vor, und wir haben eine trendbegrenzende Linie, die wir nach wie vor nicht bullisch aufgelöst haben, und die ist morgen im Bereich der 1314, wenn wir jetzt darauf stoßen würden. Je nachdem, wann wir darauf stoßen sollten, wenn wir also dann gegen 22 oder gegen stoßen sollten, dann ist das Ganze im Bereich der 13,08. Wenn das hier bullisch aufgelöst wird, dann ist die nächste trendbegrenzende Linie im Bereich der 13,28 aktiviert worden. Dazwischen ist noch die 200-Stunden-Linie. Wenn man sich das Ganze auf Tagesschartbasis anschaut, dann muss man sagen, die ist gar nicht da. Moment, auf Tagesschartbasis, jetzt kommt der Wochenchart, da machen wir daraus ganz fix den Tageschart. Zoomen wir ran. Wir haben immer noch hier diese trendbegrenzende Linie und die Bullen versuchen immer wieder durch diese trendbegrenzende Linie durchzugehen. Wir haben zusätzlich Widerstand durch die 50-Tage-Linie, die wir hier zwischenzeitlich bullisch erobert hatten, jetzt aber wieder bärisch drunter abgetaucht sind. Unterstützung durch die 20-Tage-Linie. Also unten horizontal 1300er-Marke, darüber nämlich die 20-Tage-Linie im Bereich der 1305 und Widerstand ist die 50-Tage-Linie 1320 plus trendbegrenzende Linie 3022. Wir haben nicht viel Potenzial, nicht mehr viel Platz. So ist es richtig, verzeihen Sie bitte. Wir haben nicht mehr viel Platz. Nach oben oder nach unten. Mit dem, was wir an Volumen gesehen haben, mit dem, was der Markt hier gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der bullischen Bewegung nach wie vor für uns wahrscheinlicher. Dafür braucht aber der Markt erstmal einen signifikanten Schlusskurs oberhalb dieser trendbegrenzenden Linie, die am morgigen Tage im Bereich der 13,20 Marke ist. Wenn man sich Silber im Stundenchart anschaut, nee, da sind wir im Tageschart, da haben wir eine Trading Range zwischen der 19,40 und der 20,50. 2050 ist ebenfalls horizontal und 50-Tage-Linie, wohingegen hier unten, wenn wir hinkommen würden, nur noch eine horizontale Unterstützungsmarke ist hier Unterstützung, hier nicht mehr ganz sauber, Unterstützung, Unterstützung, nochmal ganz kurz abgetaucht, aber dann wieder Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Markt eine bärische Bewegung macht, dann läuft es in Richtung 1940 bullisch oberhalb der 2050. Wenn man sich das Ganze auf Stundenchartbasis anschaut, da muss man sagen, wir haben eine trendbegrenzende Linie mit dem, was wir am Freitag gemacht haben, bullisch aufgelöst und setzen heute darauf auf.
Und das haben wir als potenzielle Unterstützung genutzt. Wenn aber der Markt es schaffen sollte, diese trendbegrenzende Linie, die morgen ziemlich genau den ganzen Tag um die 20-Dollar-Marke sich befindet, schauen Sie sich das an, Widerstand, Widerstand, Widerstand und so weiter und so fort, bullisch auflösen sollten, dann ist die 20-50 aktiviert, da ist nämlich die 50-Tage-Linie und da ist auch die horizontale Widerstandszone und dann wird man sehen, ob der Markt Potenzial hat, eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung zu machen. Ich hätte mir vorgenommen, heute mache ich mal ein kurzes Video und ich bin noch gut in der Zeit und deswegen der Blick auf Platin im Tageschart. Wir machen heute das höhere Hoch, das höhere Tief. Wir haben miteinander besprochen, dass Platin im Vergleich zu Gold und Silber noch bullischer aussieht. Wir sind oberhalb der 20er, oberhalb der 50er. Wir machen heute das höhere Hoch. Wir haben hier eine horizontale Widerstandsmarke im Bereich der 14,56. Wenn wir diese Widerstandslinie per Tagesschlusskurs signifikant hinter uns lassen sollten, hat der Markt weiteres bullisches Potenzial. Und vor allen Dingen, wenn man sich nämlich den Wochenchart anschaut, wir hatten ja das Problem mit der 20-Wochen-Linie und die 20-Wochen-Linie ist nach unten gekommen und sie ist aktuell im Bereich der 14,54. Damit wäre mit einer bullischen Bewegung, die wir machen würden, weiteres Potenzial in Richtung 1500 und 1510 und vor allen Dingen, ich zeige Ihnen das nochmal ganz gut auf Tageschartbasis, gucken Sie mal, was hier für eine kleine Kerze wir gemacht haben. Das bedeutet, dass wir hier mit dem engeren Stop-Loss arbeiten könnten, mit einem noch viel besseren Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn dann der Markt das Wahrscheinliche macht. Mein Gott, ich bin heute schnell. Jetzt kann ich mir ganz viel Zeit nehmen und mit Ihnen über Money-Management, Risikomanagement und Stop-Loss sprechen. Na gut. Im Grunde genommen wäre es auch überhaupt nicht verschwendete Zeit, wenn wir jetzt noch 10 Minuten uns über Stop-Loss, Money-Management, Risikomanagement unterhalten würden. Wissen Sie, diese ganze Analyse 15, 20, 20, 13, 10, das ist alles Kokolores. Wichtig ist, dass Sie sich bitte Folgendes klar machen. Wenn der Markt gegen Sie läuft, dann müssen Sie dafür gewappnet sein. Und wir sind dann immer besonders gut dafür gewappnet, wenn Sie ein Stop-Loss haben. Und vor allen Dingen, wenn Sie jedes Mal die gleiche Positionsgröße spielen. Denn wir brauchen keine Reichmacherpositionen. Reichmacherpositionen machen uns arm. Sie müssen bitte sich über Folgendes im Klaren sein. Erfolgreiches Trading ist die logische Konsequenz von diszipliniertem und systematischem Vorgehen und natürlich gehört es dazu, zum disziplinierten und systematischen Vorgehen, dass man einen Stop-Loss hat. Die coolen Trader, die haben einen Stop-Loss. Die uncoolen Trader, die haben keinen Stop-Loss. Jetzt müssen Sie sich klar machen, wollen Sie zu den coolen gehören oder wollen Sie zu den uncoolen gehören? Wollen Sie zu denen gehören, die nur ein kleines bisschen was verlieren, wenn es gegen Sie läuft? Oder wollen Sie zu denen gehören, die den ganzen Batzen mal verlieren, wenn nur ein einziger Trade nicht funktioniert? Bitte! Traden Sie immer kleine Positionen und denken Sie daran, immer wieder ein Stop-Loss zu benutzen. Wenn Sie mögen, wir haben heute noch eine Ausgabe zu den Forexes. Morgen ist Silvio für Sie da. Heute hat mir eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, der Silvio mit seiner S&P 500 Analyse, das ist ja unglaublich, was der Mann bringt. Vielleicht schauen Sie sich das mal an, was der Kerl seit Wochen und Monaten Großartiges beim S&P 500 Ihnen voranalysiert. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.